So, und dann willkommen zurück. Noch eine Folge, noch eine Runde, noch ein bisschen Glück. Ja, doch, Glück kriegen wir hin. Glück kriegen wir hin. Na denn, Schiekeboink, los. Hallo. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Was haben wir denn schönes für ein Thema? Siehste, Themen können wir auch nehmen. Das reimt sich. Themen können wir nehmen. Ja. Also wir versuchen natürlich uns vorzubereiten auf Saison. Auf welche? Wir möchten Nummer 1 werden, das ist ja wohl klar. Ach so, dann müssten wir aber das Ranked Gaming machen, Das oder? müssten wir machen. Das stimmt. Und dann müssten auch hier irgendwie Spieler auftauchen. Ah, jetzt der Myrtle. Ist ein Mod. Ja. Da war ich kurz verwirrt. Aber kein Problem. Firefox. Nein! Das war zu viel Schwung, oder? Ja, das war. Da war noch Turbo in der Taste. War der Tiger Oh, noch im Tank, ne? so ungefähr. Nee, Ups. ansonsten, ja, hatten wir ja vorhin, glaube ich, ganz kurz. Hier vorher habe ich ja nochmal mein Retro aufnehmen müssen. Wegen übersteuerter Fakten. Also Stimme. Das war ganz schön strange, weil das Spiel Okay. ist ganz schön laut gewesen. Und dann beim Kommentieren war ich dann selber nämlich laut. Und ja, und dann war ich übersteuert. Weil man dann so, die Ohren sind zu wegen dem Lärm. Ja. Und aber letztendlich Alone in the Dark, schönes Spiel. Ich weiß nicht, ihr spielt hast es selber, glaube ich, ne? Ich habe selber gespielt, damals auf dem Ja. 486er. Oh, der ist drin. Aber es hat geruckelt wie Sau. Aber zugegeben, ich habe es nie durchgespielt. Das habe ich auch nicht. Weil ich habe mir stellenweise wirklich symbolisch gesprochen nass gemacht. Das war dieses Ambiente damals, oder für damals war das Ambiente, was Das da war schon erzeugt wurde. einmalig, ne? Ja, Ja. das so diese Geräuschkulisse. Und dann kam dann irgendwann azyklisch diese Zombies und Monster aus diesem Richtig. Cthulhu-Universum da. Das war schon mitunter ein bisschen erschreckend, würde ich mal sagen. Ah, Mist. Aber ansonsten, also für Damir-Verhältnisse war das einmalig. Auf Diese, jeden Fall. diese, diese, ja, nee, Pseudo war es ja nicht, 3D-Grafik, diese einfache, Ja. aber mit diesen gerenderten oder gezeichneten Hintergründen. Das sah super Ah, aus. Mist. Das war, das hat mich zumindest geflasht zu der Zeit. Nein, 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 Nein. nein. Schade. Ist ja auch nicht umsonst der Gründervater oder Begründer Von oder der Resident Evil. Urvater. Survival Horror Ja, von genau. Resident Evil und Co. Also alles, was so in diese Richtung lief. Also die haben letztendlich das Genre Survival Horror mehr oder weniger aufgemacht. Mit den ganzen, also die Puzzles waren teilweise ein bisschen vertrackst. Fand ich, also soweit ich mich erinnern kann, ich habe ja bloß die ersten, sagen wir mal, 10, 15 Minuten heute angespielt, so als Vorstellung. Und ja, der kommt, super. Jawohl. Und die Puzzles, die waren zwar lösbar, aber man musste sich dann wirklich auch in das Spiel reinknien, um zum einen nicht den Überblick zu verlieren. Ich glaube, man musste sich auch eine Menge damit zuschreiben. So, man hat jetzt einen Schlüssel, der Schlüssel ist für irgendeine Truhe, die Truhe steht aber Ja. woanders und also da hat es das Spiel eigentlich leicht gemacht. Aber ich glaube, in der damaligen Zeit hat es kaum ein Spiel irgendeinen leicht gemacht. Nee, man wurde nicht so an die Hand genommen, wie es heute so ist, ne? Heute hast du ja irgendwie, gibt's Questmarker, da gibt's zig Markierungen auf einer Karte oder sonst irgendwas. Oder du Also, kaufst das Spiel und du hast schon komplett die Komplettlösung parat irgendwo. Das gab es oder damals so. nicht. Da gab es dann mal 3 Monate später eine Zeitschrift. Und wo man Glück hatte, dass da vielleicht eine Komplettlösung abgedruckt war. Aber in der Zwischenzeit ja, hat man es letztendlich schon spielen dürfen müssen, ohne irgendwelche Hilfen. Tor. Schön. Und das hat auch den Reiz ausgemacht. Also Adventure-Spiele, das ist ja so mein Lieblingsgenre, neben Rollenspielen und so ein paar zwischendurch Casual-Spiele, wie sowas hier. Hatten damals dadurch dann auch ein bisschen mehr den Spielwert wie heute. Heute muss man sich arg zusammenreißen, eigentlich einschließen, dass man nicht irgendwie über Komplettlösungen oder Hinweisen
stolpert und dann leider dann sich spoilern lässt, ja. Oder oh, das ist wirklich wahr. Ja, das stimmt. Das ist ganz schwierig. Also zum Beispiel so ein Spiel jetzt aktuell wie The Witcher. Ich möchte mich da ehrlich gesagt nicht spoilern. Nein. Oh nein. Bam. Nicht geschafft. Shitepe Kacheko. Oh. Shitepe Kacheko. Ja, so ein Inka-Gott ist es, glaube ich. Ach, da fällt mir ein, da gab es auch. Siehst du, da könnte man wahrscheinlich. Da habe ich genau den richtigen. So ein paar alte Spiele. Inka. Inka? Ja, ja, ja. Weiß ich nicht. Irgendwas, glaube ich, in den 90ern. 91, 92 auch irgendwo so in dem Dreh. Inka 1 und Inka 2. Das oh, da waren schwere Spiele. Ganz viele tolle Action-Adventures. Ja, ja. Wirklich. Aber Inka, das ist, glaube ich, so ein eher nischenbekanntes. Ah! Nein, ja, ja, ja! Schön! Weil das war so ein Adventure aus der Ich-Perspektive, glaube ich, ne? Und dann gab es so ein paar Action-Einlagen, ja, wo man mit so einem komischen Pseudo-Raumschiff. Dann, aber so richtig verstanden habe ich Inka nie. Das muss ich ehrlich sagen. Weil eigentlich war es ja in der damaligen Zeit und dann wieder nicht wegen den Raumschiffen und oh, der kommt. Jawohl. Tatsächlich drin. Wahnsinn. Mit Vorlage. Und ja, Inka war ein schönes Ding. Aber besonders mit dieser Sprachausgabe, die man nicht verstehen konnte, weil es halt Inkianisch, nee, wie ist die Sprache der Inka? Spanier? Ja. Inka. Ja. Inka. Au. Und oi. Shit. Oh, Mörtel hat das Spiel verlassen. Ne? Jetzt wird's ernst, oder was? Verstehe ich nicht. Wir sind doch Shitty Pakeko und Happy hier. Ich verstehe es. Also das ist. Wobei, Alone in the Dark war also jetzt. Ich hab's nicht zu Ende gespielt. Mhm. Und mein. Ja. Mein Einstieg in das Survival Horror war somit Resident Evil tatsächlich für die PlayStation 1. Aber das war ja dann 95, so Mitte ja. der 90er dann. Ja. Wobei Resident Evil habe ich ehrlich gesagt nie so. Also. Nie so richtig mitbekommen oder gespielt. Okay. Das war wahrscheinlich immer so an mir vorbeigegangen. Weil es wahrscheinlich auch so diese Konsolenzeit war. Ich war ja eher so der PC-Spieler und hatte mein Master System und mein Mega Drive damals. Und nach dem Mega Drive, da gab es auch nichts. Also auch nicht jetzt N64 oder irgendwas in einer anderen Richtung von der Konsole. Vielleicht mal hier ein Game Gear. Ja, also die Sega Farb-Handheld-Konsole. Aber das war's. So meine Einstiege in der Konsolenwelt ist jetzt maximal noch. Oh, der kommt, oder? Nicht. Warte. Oh, schade. Jetzt, das ist so die Konsole nach langer Zeit, die Xbox, die ich zu stehen habe. Aber ja, das war's dann mehr oder weniger auch. Da ist bei mir halt anders. Ne? Also ich war eigentlich der Konsolenspieler. Ich hatte zwar eben auch. Aber Konsole war so mein primäres, mit dem ich gespielt habe. Tatsächlich mit der PlayStation 4 bin ich ausgestiegen, weil viele Entscheidungen, die Sony mit der PlayStation 3 getroffen habe, die haben mir nicht gefallen. So im Laufe der Lebenszeit der PlayStation 3. Ja. Und mit der PlayStation 4 der komplette Wegfall der Abwärtskompatibilität, da war dann für mich Schluss. Ja, das ist aber auch das Problem, was Microsoft mit der Xbox gemacht hat. Ja. Ich zum Beispiel habe die Xbox, muss ich ehrlich sagen, die 360 habe ich auch nur deshalb gekauft. Sekundär zum Spielen, ey, ja. 7:3. Schön. Au. Tarnflagge, die lege ich an. Hm. Also sekundär zum Spielen, primär wegen dem Media Center Extender habe ich die 360 gekauft. Weil ich habe hier so TV-System, zwei DVB-C-Empfänger, die hier angeschlossen sind, an einem kleinen Mac das Mini. Das lässt du doch mal laufen? Ja, also Mac Mini mit Windows 7. Schlecht. Und per Firewire sind zwei, die Firma gibt's gar nicht mehr, von Digital Everywhere, zwei DVB-C-externe DVB-C-Empfänger. Und ja. Das lasse ich darüber laufen und die Xbox letztendlich als Extender, also sprich, die steht im Wohnzimmer
zum Daddeln und halt Fernsehen live plus Aufzeichnung, was der Rechner aufgenommen hat mit den Empfängern. Ah, okay. Und das ist eigentlich eine schicke Sache. Das ist eine coole Geschichte, ja. Ja, aber Microsoft hat sich verabschiedet, das in der Xbox One weiterzuführen. Und man sieht ja auch, dass sie, dass es so unpopulär ist, dass sie das ja selbst in Windows 8.1 als kostenpflichtiges Add-on hatten, das Media Center, und in Windows 10 ist es gar nicht mehr mit bei. Und das ist schade. Der kommt, wenn er nicht abgeblockt wird. Und schade. Ja, das ist so. Und deswegen bin ich eigentlich so erst in die Konsolenwelt eingestiegen. Schön. Und was habe ich denn da gespielt? Also da war primär so die Open-World-Spiele. Also so GTA oder Red Dead Redemption. So die. Ja, genau. Die quasi bei Shooter spielen auf einer Konsole. Oh nee. Oh, das habe ich immer so gerne gemacht. Echt? Ich fand das aber auch immer so toll, wie PC-Spieler sich darüber aufgeregt haben. Und ich habe genüsslich meine Ego-Shooter gespielt. Ja, aber mit Auto-Aiming, oder? Natürlich, das ist nicht so wie am PC, klar. Aber ich habe es trotzdem genossen. Es gibt tolle Spiele, Killzone, die Serie für die PlayStation. Ist eine tolle Serie. Was gab's noch? Mist. Ziemlich. Uncharted, das ist ja jetzt kein Ego-Shooter, aber nee, Uncharted ein, ist auch ein super tolles Spiel. Ja, Uncharted ist ja eher so, wie würde man das Indie, reinpacken? Indiana Jones, Querstrich, Lara Croft. Ja, genau. Das ist... Ich bin nicht rangekommen. Ich hab's versucht, aber leider. Achso, Resistance ist mir nicht eingefallen. Resistance ist eine super tolle Nebenkillzone, ist eine super tolle Serie für die PlayStation. Das waren so die primären Ego-Shooter. Ah. Ich glaube, es gab es nicht auch mal Counter-Strike, aber das war, glaube ich, für die Xbox, oder? Das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube. Oh. Jedenfalls hat Valve mal die Orange-Box rausgebracht. Richtig. Für die PlayStation. Deswegen, und da ist ja Portal 2 weiß ich gar nicht. Doch, Portal gibt's 2 auch. Ist auch für die Xbox draußen. Wobei ich mir das ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen kann, weil das ist so schnell teilweise die Reaktion, die man da machen muss. Okay, da bin ich wahrscheinlich eher der Klaus, der mit dem Controller nicht klarkommt, mit der Feinmechanik vom Controller. Upsala. Die gucken sich an, was wir hier machen, und ich auch. Oh, nein. Ja. Da waren wir beide, glaube ich, jetzt dran, ne? Ja, guck dir das an. Faszinierend. Und ich jetzt nochmal nachgelegt. Ja. Naja, passiert. Schade. Also Portal geht aber. Ja. Portal ist nicht das Problem, das ist ja auch eher storylastig. Die Rätsel sind ja jetzt nicht auf schnelle Reaktionszeiten ausgelegt, aber du hast völlig recht. So per se Ego-Shooter auf Konsolen, was ist... Hey, der hat mich... Und mich schubst. Oh nein, ich bin auch vorbei. Ha. Was hat man doch? Also, ich glaube, mein erstes Adventure-Spiel, was ich zum Beispiel in den Händen hatte, das war ja PC-seitig, war Indiana Jones 4. War das. Indiana Jones 4 war dein erstes. Also ich vor Monkey Island letztendlich. Tatsächlich? Ja, war Indiana Jones. Ich hatte damals, den hatte ich mir damals aus dem Otto-Katalog den PC zusammengestellt. Muss man ehrlich sagen, ein UHR-PC, 486er SX16 war das. Das wäre noch fast wie, als ob es gestern war. Ja. Mit Monochrom-Monitor, mein größter Fehler, den ich je finanziell gemacht habe. Den Monochrom-Monitor. Mist. Oh, das ist doch nicht wahr. Und er steht nur unten. Oh. Weil wir hatten ja auch sowas wie Multiplayer-Spiele, mehr oder weniger. Also wer löst das Spiel als erstes, in dem alle fast zeitgleich gespielt haben.
Und ich konnte Indiana Jones nicht lösen, weil in der abschließenden Szene, wo man diese Steinscheiben drehen musste, war die Kombination der Steinscheiben an der Höhenwand in gelb-orangenen Tönen. Und das war auf dem Monochrom-Monitor nicht zu sehen. Ach du Scheiße. Und dementsprechend, ich habe aber auch nicht den Farbmodus vom Spiel auf Monochrom gestellt. Ah, Mist. Hätte man auch machen können, weil dann hätte man es sehen können. Habe ich aber nicht. Und dementsprechend, ja. Aber das war wirklich ein gutes Spiel. Und schade, dass sie das Ding nicht verfilmt haben. Also Indiana Jones und Fate of the Atlantis, das wären... Das habe ich schon öfter gehört. Wären super Film geworden. Ja gut, dafür haben wir Indiana Jones 4 mit Atombombe. Der Kristallschädel, ja. Oder so eine anderen Spiele, tollen Sachen hier. Wie hieß es? Emperor's Tomb? Ja. Zum Beispiel. Da ist keiner. Da fehlt uns der dritte Mann jetzt. Ja. Aber mein erstes war kriegt. Auch nicht Monkey Island. Tatsächlich auch nicht. So, warte mal. Warte mal kurz, bevor wir jetzt drücken. Jetzt muss ich nämlich kurz mal hier rausswitchen. Ich hoffe, die Aufnahme, die fliegt jetzt nicht raus. Ich muss jetzt ein bisschen Platz schaffen, weil ich habe noch wie viel? Nicht mehr viel. Platz frei auf der Platte. Ich hoffe, das geht hier 234. Ich muss jetzt ein bisschen kurz löschen. Da werden wir mal schnell vom Hexer. Die 99 ist ja heute raus. Dann können wir hier... Angucken. Was? Die neue Folge. Na, die 99 sowieso. Das hat wunderbar gepasst beim Spielen, weil das ist wirklich wie ein Staffelfinale. Und es passt halt die 99 zur 100. Nach dem Absturz. Der Absturz. Task-Switche niemals während der Aufnahme ein Spiel. Es sei denn, du willst mit den Konsequenzen leben. Wir spielen wieder Rocket League zusammen mit Cheeky Boink. Beliebige Taste. Dann werden wir mal hier wieder online spielen und uns eine Gruppe erstellen. Und suchen uns... Genau. Sind wir. Sollen wir es vielleicht mal wagen, ein Ranked-Match zu spielen? Ja, wenn das vernünftig läuft, also... Ich weiß nicht, versuch's mal. Match suchen und dann machen wir ein doppelt... Ach, da unten ist er. Doppelt ranked. Bronze Fertigkeitsrang. Keine Ahnung, was das bedeutet. Damit starten wir. Also mit Rang 100 in Bronze. So, dann suchen wir mal das Spielchen. Und wir haben schon eins gefunden. Schneller als ein normal offenes. Das ging recht schnell. Einfach toll, siehst du. Shadow S Mafia. Aha. Das ist Profi-Niveau hier. Ja. Deswegen spielen wir ja auch hier. Also ich zumindest. siehst du? Voll Profi. Verdammt. Aber er hat es nicht auf der Kette gekriegt. Ich schub's ihn mal weg. Jawohl, ja. War das eine Taktik, hä? Oh. Ey, der hat mich angestupst. Oh, die Werbung von dem Skype, die nervt. Die flimmert immer so ab und zu auf dem Monitor rum. So. Thema. Wir sind ja abrupt beendet worden. Wo waren wir denn? Ich wollte gerade kundtun, dass mein erstes Action-Adventure oder Point-and-Click-Adventure Loom war auf dem Amiga. Ja, Loom. Ach, ein Traum. Also, ich meine, die Musik war stellenweise zwar dann irgendwann nervig, die klassische. Ja, Tor, super. Ja, voll. War es stellenweise zwar ein bisschen nervig, aber das System mit der Bedienung, also sprich, dass man die Noten für bestimmte Tätigkeiten vorwärts und rückwärts spielen durfte, musste, also das fand ich richtig klasse. Also, ich fand die Grafik toll, das Artwork, ich fand das... Super. Na okay, ich finde es immer noch. Beim PC waren es ja diese, am Anfang die 16 Farben. Die waren dann natürlich nicht so prickelnd. Da war erst die Enhanced Version, die CD-Version, glaube ich, diejenige, die
dann so ein paar Pluspunkte rausgerissen hat. Schade, dass es niemals eine... Oh. Ah, Mist. Schade, ach, dass es... wir sind alle dran vorbeigesprungen. Ja. Schade, dass es niemals eine CD-Version in Deutsch gegeben hat. Die hätte ich gerne... Die hätte ich gerne mal gespielt. Da kommt man ja nicht zum Reden hier, weil man sich so konzentrieren muss. Ich frage mich gerade übrigens, gibt es Loom bei GOG? Es gibt ja ein paar Lucas Arts. Es gibt's, glaube ich, ja. Es gibt's. Ich würde mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, ja. Ah. Ich hätte den Turbo ziehen sollen. Nein! Da ist gerade temporär mein Pad ausgefallen. Das passiert manchmal. Ach so. Das Kabel ist so ein bisschen locker, aber das war okay, weil ich den Pad besser bekommen habe. Das ist aber hier ein hartes Match, du. Jo. Jawohl, ja. Oh nein! Scheiße, das war mein Fehler. Einfach toll. Mist. Ich stehe im Weg. ja, das war so mein Einstieg, ne? Also. Ah! Nee, also Loom habe ich auch gespielt, aber eben halt erst nach Indiana Jones habe ich dann mal die Finger auf die Box gekriegt. Und das war wirklich ein schönes Adventure und vor allem selber, jawohl, selber eben halt ohne Hilfestellung durchspielen, das war schon der Reiz. Also. Und auch die Geschichte, die hätte man so nicht erwartet mit dem, wie hieß es, Bobbin Threadbare hieß er, glaube ich, ne? Also Bobbin hieß er auf alle Fälle, der Charakter. Und Threadbare, und ich glaube später eben halt Guybrush Threepwood. so diese Wortschöpfung. Gute Referenz, ja. Oh, schade. Ja, was gab es dann noch für nette... Mist. Achso, dann gab es ja damals diese ganzen. Der war gut, der muss man gut sagen. Da gab es ja diese ganzen Casual Games dann schon damals, hier so Micro Machines. Micro Machines, das habe ich ja schon. Das sagst du jetzt was, da habe ich ja schon ewig nicht mehr dran gedacht. Ja, Micro Machines. Von oben drauf die kleinen Fahrzeuge über die Tische und Bleistifte und weiß der Geier was, wo man dann so die Strecken lang gefahren ist. Das waren, ja. Oder Lemminge. Da gab es ja haufenweise Abarten von den Dings. Ah, vorbei. Gießen sie nochmal Psygnosis? Psygnosis, ja. Na, die haben doch auch dann Resident Evil gemacht. Psygnosis, wenn ich mich nicht irre. Nee. Nein. Resident Evil ist immer noch von Sony. Capcom, genau. Sony als Publisher. Psygnosis wurde ja gekauft von Sony. Dann haben sie ein paar coole Spiele gemacht. Unter anderem auch verantwortlich für die Formel 1 Serie damals auf PlayStation 1. Psygnosis, was waren hier, also die Formel 1 Spiele, die damals richtig krass waren, zumindest auf PC, waren ja vom Microprose, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Hier Formula 1 Grand Prix. Das waren ja, also die haben wir ja stellenweise wirklich Ewigkeiten gesuchtet. Das kann ich mir vorstellen. Weil das ganze Feintuning, was damals schon machbar war, von wegen Federung, Aufhängung weiß der Geier was alles, das war ja auch. Ja gut, dazu im Vergleich war die Konsole oder die PlayStation natürlich casual, ne? Also. Ja! Oh, der ist drin gewesen. Ja, den haben sie noch reingekickt, die haben mich rausgeschickt. Ich muss mal Danke sagen zu den Jungs. Wo ist es denn? Danke. Das waren so oder NASCAR Racing. Ja, das ist Destruction Derby. Also es gibt so unendlich viele Spiele, die so genial waren. Naja, der kommt hinten. Ui. Und da ist er drin. Schade. Schön, nice. Oh.
Es sah bestimmt komisch aus. Ein Geschenk. Aber was damals, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann das war. Also jedenfalls in den 90ern. Doom war gerade draußen. Nee, Doom. Sehr schön. Doom war draußen und wir hatten dann uns Netzwerkkarten gekauft damals, BNC-Netzwerkkarten, also noch mit der, was, Replay gespeichert, hä? Nee, wir müssen, wenn wir das spielen, müssen wir immer wieder ins Hauptmenü zurückgehen. Ach so, okay. Was hatte ich jetzt gesagt? Netzwerkkarten. Doom. Genau, Netzwerkkarten, dann NE2000 kompatible Netzwerkkarten besorgt. Die waren BNC, also sprich hier Koaxialkabel verkabelt. Und hatten dann zu viert die dann zusammengesteckt. Ein Kumpel von uns hat dann Novel Netware damals auseinandergenommen und die Treiber so zusammengestellt, dass wir dann ein IPX-Netzwerk aufgebaut gekriegt haben und konnten dann Doom im Netzwerk spielen, zu viert. Und haben uns dann immer so alle 3-4 Wochen getroffen, die Rechner geschleppt mit den dicken, fetten Röhrenmonitoren. Oh. Und das, also damals schon so eine kleine LAN-Sessions, wenn du es so willst, aber halt nur im Freundeskreis. Also es waren schöne Zeiten. Doom, die Maps generiert und Grafiken ausgetauscht, dass man, wenn man stillstand, aussah, als wäre man eine Leiche. Weißt du? So. Um sich zu tarnen. Also so eine Effekte. Also schöne Zeit, wenn man so nachdenkt. Ja, das glaube ich. Also sowas Schönes gab es leider für Konsolen nicht. Da kann ich jetzt nicht von erzählen. Ah, Mist. Naja. Das war ja. Ist ja nicht so wie heute. Ich habe gehört, dass die PlayStation 4 und Xbox jetzt auch den für GTA den Dings kriegen sollen. Wie heißt es? Was, GTA 6 oder was? Gibt es da nicht auch so eine Mod-API oder so für GTA? Das weiß ich gar nicht. Also GTA 5 wäre mir... Achso, doch. Die soll doch jetzt auch für Konsolen kommen. Also ich finde, da hat sich einiges getan. Na, die Mod haben sie ja doch indirekt durch diese, also indirekt wegen diesen Missionen, die du die du generieren kannst und so weiter. Oh, verdammt nochmal. Sehr gut. Hello Moto, aha. Wie hießen sie? Ach Gott, wie heißt sie? Motorola. Motorola. Auch eine Geschichte. Ja, ja. Eine Geschichte voller Missverständnisse. Richtig. Wir kommen hier irgendwie gerade nicht so richtig zu Potte. Ich war dran. Ja. Das waren seine letzten Worte. Ja. Rechts ist frei, nur ein olles Müllauto, ne? Genau. Ich denn hier eigentlich Stroh? Ja! Ich fahr mal zurück. Ich umkreise ihn. Jetzt ist er zum Beispiel grün dabei. Und ich krieg ihn nicht. Verdammt! Nein! Warum zeigt er mir denn jetzt an, dass ich A drücken muss, um mein Auto zu drehen? Das hat er vorhin gemacht. Was? A drücken, um was? Ein Auto zu drehen. Ich lag auf dem Kopf, glaube ich. Also jetzt ist der Ball orange. Nee, jetzt ist er grün bei mir. Also er war... Der ist grün? Ja! Deswegen ja. Und da ist das Tor. Bei mir ist der jetzt blau gewesen. Ja, deswegen. Also irgendein Sinn muss ja die Farbe haben. Oder, also, ich meine nicht die leuchtenden Punkte. Achso, du meinst diese Aura quasi. Ja, ja, genau, die Aura, weil die verfärbt sich nämlich stellenweise. Es sei denn, meine Brille ist wirklich so schwummrig schon. Ich glaube, das hat nichts mit deiner Brille zu tun, aber mir wird jetzt auch nichts einfallen, warum es so ist. Geht der rein, ja, Hauptsache, ich kann mit meiner Rundumleuchte hier fahren. Sie leitet mir den Weg. Sie litt mit mir.
Jetzt ist das Ding so leicht grünlich, zumindest bei mir, ja. So, jetzt ist er ganz grün. Jetzt ist er bläulich gewesen, metallisch weiß, bläulich. Sehr merkwürdiger Effekt. Jetzt ist er, ja. Ach, wir haben schon zwei Tore reingekriegt, das gibt's. Drin ist er! Ich dachte, ich habe ihn getroffen. Schauen wir uns das Replay an. Genau. Wer war wohl dran? Da, da! Ah! Okay. Also aus meiner Perspektive sah das anders aus. Erster. So. Jetzt ist er orange bei mir, die Aura. Jetzt ist er grün. Jetzt ist er silbern. Grün. Silbern. Ehrlich gesagt, ich sehe da. Oh! Ja! Ich sehe da. Vielleicht habe ich andere Grafikeinstellungen. Ich, also, ich kann es nicht sagen. Ich bin ja hier, spiele hier auf Volldetail hier. Ja. Und, also, er sieht für mich. Silbern? Er blinkt blau, aber hat so eine komische Aura, das stimmt. Ja, so, jetzt hat er eine grüne Aura. Hm. Bei mir. So, jetzt ist er Metallic, grün wieder. Metallic und der macht drin. Ein Tor fast. Ich glaube, wir haben die beiden verunsichert. Ja, ja. Oder demoralisiert, wenn man nennen möchte. Grün? Oh, 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 oh. Ups. Scheiße. Eieiei. Oh. Na. Glanzparade. 60 Punkte, mein Junge. Ha. Hast du gesehen? Der war gut. Da kommt er. Halt! Halt! Und der geht gefährlich in unsere Richtung. Ganz gefährlich. Aber. Was ist passiert? Oh, 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 oh. Schön. Jetzt geht's hier um die Wurst. Oh, da war der eher dran. Jawoll! Ich hab kein Turbo! Ich hab kein Turbo! Nicht schlimm. Ah. Guter Schuss, danke. Ich hab ihn. Er sagt Lucky. Natürlich, das war das. Das ist nur. Ja, ja, das war das nur war kein Skill. Sieger durch Aufgabe. Ich hab ihn die Königskrone angelegt. Na, siehst du, wir sind doch gut bei hier. Ja, finde ich auch. So schlimm. Übrigens. Ja. Man kann einfach nicht so aufgeben. Das heißt, man muss voten. Also naja, man kann nicht einfach so aus dem Spiel rausgehen. Na, also der andere muss ja wenigstens Bescheid geben, dass er dann das auch genauso sieht. Ja, aber das war vorher nicht so. Das kam also alles mit dem letzten Patch erst. Also vorher konnte man einfach so raus, jetzt muss man voten. Das finde ich auch gut so. Na, ich wäre auch für eigentlich fürs Rausfliegen, wenn es nicht gerade technischer Natur ist. Also das muss man schon mal simulieren dann, technischer Natur. Also indem man richtig Hardcut Programm abschießt oder Rechner ausmacht, wäre ich nämlich dafür über Strafpunkte zu gehen. Es gibt einen 15-Minuten-Bann, wenn jemand... Oh, 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 der kommt rein! Was ist das hier für ein Spieler? Jemand vorsätzlich. Baddest Player Nordfjordorfre? Der schlechteste Spieler Nord... von Dover oder was? Nördlich von Dover? Würde ich so sagen, ne? Nord, Nord, ja. Vor allem ist es so lang da hinten der Text. Ich war Erster. Beim Tor, oder? Oh, 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 oh. Haste! Erstmal. Nochmal einen hinten rein. Oh, oh. Den habe ich zerlegt. Hier war gerade. Lass ihn laufen. Los, renn damit. Da ist er. Nein! Oh nein! Warum habe ich schon wieder kein Turbo? Ups. Oh. Nein! Und gerettet. Ich habe kein Turbo. Das ist bescheiden. Ah,
verdammt. Nein, 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 nicht drehen, nicht so drüber drehen. So. Oh, ein Millimeter. Das hätte klappen können. Oh, hat's aber nicht. Oh, oh. Na. So schlecht ist der gar nicht. Oh, ich bin daneben. Hey, der hat mich geschubst. Schiri! Wo ist der Schiri? Oh. Ah, nein, 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 nein! Verdammt! Ah, fast wäre es geklappt. Fast hätte es geklappt. Ein Turbo mehr. Ein Turbo mehr. Ein Turbo mehr. Ich war erster. Und ja! Rennen. Okay, so probieren wir es jetzt gleich nochmal. Ich versuche in Richtung Tor und du machst dann gleich. Ja, das wäre eigentlich die Taktik, oder? Eigentlich jetzt schon. Haben wir es ja verraten, verdammt. Eigentlich. Nee, das ist zu weit weg. Das schaffe ich nicht. Oh, der ging über mich rüber. Nein! Schön. Was tust du? Also ich? Glanzparade. Ja! Oh, ich komme! Abgelenkt! Turbo! Hast du gesehen? Super! Ich gleichzeitig, noch, ich oder? Ich war noch drin, oder? Mal gucken, jetzt bin ich gespannt. Wie sah es aus? Lalalala. Und? Also wäre er noch irgendwo abgeprallt, hätte ich noch gekriegt. Also. Das sah super aus. Alles gut. Ja, ja. Fehlt nur noch ein Tütü drum, ich will es. Ich rutsche hier beim Controller immer oben auf den Buttons. Und dann kommt immer die Statistik ein. Oh, der ist drin, ne? Der ist drin gewesen, ja. Ich glaube, ihn ärgert sich gerade so ein bisschen. Ja, ich glaube auch. 2 Minuten haben wir noch. Ja, so ein Ründchen, finde ich, ist fast immer so eine, ein, zwei Ründchen, immer so eine Aufnahmesession wert. Oh, los jetzt, da ist er. Auf jeden Fall. Ja, die Länge 5 Minuten ist auch irgendwie perfekt. Ja, du, so immer so im Schnitt, ja. Das, Gleich behaupten. Cheaten? Was, kann man cheaten hier bei dem Spiel? Nein, ich habe noch keinen Cheat hier. Noch keinen Cheat erlebt. Ja, ich hab's nicht geschafft, Mist. Ja, Jungs, ihr müsst auch treffen. Ja, wir hoch. Nein, andere Richtung. Das andere links. Da lang. Genau. Oh, nein. Andere links. Oh, das hätte aber in der Hose gehen können. Eben. Ey, wenigstens bei Turbo voll. Wenigstens was. Wo wir hier gerade so komfortabel in Führung sind, was sagst du eigentlich zum Thema Nintendo? Kommt drauf an. Von der Qualität, von den Spielen oder von deren Politik oder... Besitzt du eine Nintendo-Konsole? Ich besitze einen alten DS, unter anderem auch für eins meiner größeren Kids, die dann gerne mal vielleicht das ein oder andere Spielchen spielen wollen. Ich besaß mal eine Wii, genau. Aber das Problem ist... Ja, da fehlte einfach die grafische Power. Und das ist immer so das riesengroße Problem von Nintendo gewesen, dass die Leistung der Konsolen nicht so richtig da war. Also das,
man konnte... Schön! Man konnte zwar das ein oder andere Spiel und auch dahin portieren lassen, aber so richtig für so eine super exklusiven Titel war die Konsole meines Erachtens nicht zu gebrauchen. Also so wie... Machst du das jetzt an der Grafik alleine fest? Weil ich finde nämlich, dass das für mich nie so das Argument war bei Nintendo. Weil ich wirklich finde, dass die Spiele, zumindest die Nintendo-eigenen, da für mich den Vorrang hatten, weißt du? Das, ich würde mal sagen, das machen wir mal in der nächsten Folge. Vertiefen wir mal in der nächsten das Folge. Hört sich weil gut das an. Ist, denke ich mal, so eine Sache für sich nämlich. Denn, würde ich sagen, bis gleich, wa? Bis gleich. Bis gleich.